Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist mein 28. Fastentag und heute werde ich mein Fasten vor der Kamera brechen. Und bevor ich euch erzähle, wie ich mein Fasten breche und bevor ihr eben mit dabei seid, möchte ich euch noch einiges zu meinem Fasten erzählen. Wieso, weshalb, warum Fasten? Fasten gehört schon seit vielen Jahren für mich zu meinem ganz persönlichen, ganzheitlichen Gesundheitsprogramm. Fasten ist eine wundervolle Möglichkeit, den Körper zu entgiften und zu geistiger Klarheit zu kommen. Regelmäßiges Fasten hat eine reinigende Wirkung auf den Körper, auf den Geist und auf die Seele. Fasten entlastet den Verdauungstrakt und die inneren Organe, es entlastet den gesamten Stoffwechsel, man kommt zur Ruhe und in Einklang mit sich selbst. Man hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und versucht, stressige Situationen zu vermeiden. Man umgibt sich beim Fasten eher mit Dingen, die man als angenehm empfindet und was ich auch sehr toll finde, der Geruchs- und Geschmackssinn wird wieder geschärft. Fasten prüft die Willenskraft und die Selbstdisziplin. Viele Menschen tun sich schwer damit, wenn sie mehrere Tage auf feste Nahrung verzichten müssen. Die Fastenzeit lässt sich wunderbar nutzen, um Gewohnheiten zu überdenken oder auch Lebensbereiche, mit denen man nicht mehr so zufrieden ist. Und während im Fasten kann man angehen, bestimmte Dinge zu verändern bzw. Veränderungen in den Angriff zu nehmen. Oftmals findet man beim Fasten Lösungen für Probleme, die man meistens im Nahrungsaufnahmemodus gar nicht so sieht. Beim Fasten ist der innere Hausputz angesagt und es werden Schlacken oder Stoffwechselprodukte, die der Körper nicht verwerten kann und schädlich für uns sind, aus dem Körper befördert. Beim Fasten werden die Giftstoffe ins Blut, in die Lymphflüssigkeit und in die Ausscheidungsorgane abtransportiert. Es gibt für mich persönlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich dabei meinen Körper unterstützen kann und auch die Ausscheidungsorgane und wie ich Rückvergiftungen wie Übelkeit und Kopfweh verhindern kann. Ich habe also 28 Tage gefastet. Wie habe ich gefastet? Ich habe vorrangig mit frisch gepressten Säften aus Gemüse, grünem Blattgemüse, ein wenig Obst, Kräutern und selbstgezogenem Grünkraut gefastet. Ab und zu habe ich mir auch Kokoswasser mit etwas Chlorella und Spirulina gemixt. Vor allem, wenn ich am Abend gemerkt habe, ich brauche irgendwas zum Erden und ich wurde unruhig, dann verwende ich gern frisches Trinkkokosnusswasser und eben ein bisschen Mikroalgenpulver. Einen Tag habe ich auch mit Wasser gefastet und 48 Stunden, also 2 Tage trocken, ohne jegliche Flüssigkeit. Welche Säfte habe ich mir zum Beispiel gepresst? Also mein Lieblingssaft in diesen 4 Wochen war auf alle Fälle ein Mono-Stangselleriesaft. Am Anfang des Fastens habe ich mir auch ab und zu Granatäpfel entsaftet, auch pur als Monosaft. Oder auch mal Grapefruit mit Ingwer. Dann habe ich mir auch oft Möhre, rote Beete, Grünkohl oder Mangold und dann noch ein bisschen Zitrone und Ingwer entsaftet. Oder am Anfang des Fastens hatte ich auch Zuckerhut, den entsafte ich gerne mit ein bisschen Stangensellerie, Gurke, Grünkohl, ein bisschen Apfel, Zitrone und Ingwer. Was ich in den letzten Wochen getrunken habe ab und zu, war zum Beispiel Gurke, Birne, Spinat und selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün. Also die grünen Säfte, die waren für mich schon sehr wichtig. Und ich habe ja auch kürzlich ein Food Diary mit meinen Jungs veröffentlicht. Da habe ich auch mal an einem Tag meine Säfte mit gefilmt. Wer da nochmal nachschauen kann, ich verlinke euch dieses Food Diary oben in den Infokarten. Mit welchem Entsafter habe ich entsaftet? Jahrelang habe ich für meine frisch gepressten Säfte den Omega Juicer 8226 verwendet und seit einem Jahr entsaften wir hier in unserem Haushalt mit dem Angel Juicer, dem Rolls-Royce unter den Entsaftern. Unser lieber Mitbewohner, der Henry, hat sich letztes Jahr diesen Entsafter gekauft und dann habe ich meinen Entsafter weggestellt. Den nehme ich dann eher so für mit dem Püreeinsatz und mache daraus Trockenfrucht, Muse oder Eis oder Teig aus Buchweizensprossen zum Beispiel. Aber für frisch gepresste Säfte verwende ich seit einem Jahr nur den Angel Juicer. Gerade für grüne Säfte, auch für Stangenselleriesaft, ist dieser Entsafter sehr gut geeignet. Wer regelmäßig fasten möchte mit grünen Säften, beziehungsweise wer regelmäßig grüne Säfte trinken möchte, dem kann ich auf alle Fälle
den Angel Chooser empfehlen. Es wird jetzt im März oder April auch nochmal ein Video geben, wo ich beide Entsafter, den Omega Chooser und den Angel Chooser vergleiche. Da kann man auch ab und zu mal nachfragen. Einige von euch wissen ja, dass ich früher mit dem Omega Chooser entsaftet habe und fragt mich dann, was so der Unterschied ist und was ich empfehlen würde. Da kommt auf alle Fälle auch noch ein Video dazu. Wie habe ich meinen Körper beim Fasten bei der Entgiftung unterstützt? Ich habe täglich einen Einlauf gemacht, entweder mit Apfelessig oder zum Schluss mit Zitronensaft. Ich erwärme das Wasser. Wir haben so einen Wasserkocher. Da kann man das Wasser auf 45 Grad erhitzen. Das ist perfekt für einen Einlauf. Dann noch ein bisschen Apfelessig oder Zitronensaft rein und dann hat man eine perfekte Temperatur für den Einlauf. Also Apfelessig oder Zitronensaft, das zieht auch noch mal ganz viel raus. Und ich habe in den ersten 2 Wochen 3-mal Cassia Fistula genommen. Das ist auch eine wunderbare Pflanze. Das sind so Blättchen mit so einem Mark dran. Ich habe auch kürzlich dazu ein Video gemacht, effektiv mit Cassia Fistula entgiften. Schaut da mal rein. Damit kann man auch wundervoll den Körper beim Fasten unterstützen. Bewegung ist beim Fasten auch sehr wichtig. Ich bin regelmäßig auf unserem Trampolin herumgehopst, bin spazieren gegangen, bin Rad gefahren. Wir waren auch jetzt am Wochenende endlich mal wieder länger im Wald. Das war so wunderschön sonnig und das ist natürlich perfekt beim Fasten. Wir saßen im Wald an unserem Lieblingsbaum mitten in der Sonne. Ich bin ein bisschen barfuß gelaufen. Das war wirklich während dem Fasten ein wundervolles Gefühl. Natürlich mache ich auch regelmäßig meine Kräftigungsübungen, Liegestütze, Kniebeuge, Plank. Das sind somit meine Lieblingskräftigungsübungen. Da gibt es ja verschiedene Übungen, hatte ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Auf Sardinien hatten wir im Oktober ein Video dazu gedreht, der Henry und ich. Wer das Video gern nachschauen möchte, ich verlinke es oben in den Infokarten. Neben der Bewegung ist natürlich auch die Entspannung, das Meditieren, das bewusste Atmen beim Fasten für mich persönlich wichtig. Und ich unterstütze meinen Körper, die Haut, ist ja auch ein Ausscheidungsorgan, noch mit trocken Bürstenmassagen. Was ich immer wieder bei längerem Fasten feststelle, am 9. und 10. Tag tritt bei mir das Phänomen ein, dass ich mich total energiegeladen fühle und denke, wieso eigentlich noch essen, wenn es so gut mit nur Trinken läuft. Das habe ich auch vor 5 Jahren schon bei meinem 4-wöchigen Saftfasten festgestellt. Am 9.10. geht nochmal so richtig ein Schalter um. Man fühlt sich ja vorher eigentlich auch schon gut, wenn man sich mental drauf eingestellt hat. Und ab dem 9.10. Tag möchte ich am liebsten nie wieder essen. Das ist auch immer ein sehr, sehr interessantes Gefühl, auch diese Leichtigkeit, die dann eben mit dem Fasten einhergeht. Gab es in den 4 Wochen meines Saftfastens irgendwelche Entgiftungserscheinungen, Entgiftungssymptome? Ich habe mich im Großen und Ganzen während diesen 4 Wochen sehr gut gefühlt, sehr leicht gefühlt, fit gefühlt. Ich habe mich bewegt, meine sportlichen Übungen gemacht, das war kein Problem. Aber gerade so in den letzten 2 Wochen, gerade so in der letzten 4. Woche, habe ich schon gemerkt, dass meine Toleranzgrenze manchmal sehr weit unten war. Gerade mit den Jungs, mit Kindern, das ist auch mal ein bisschen lebendiger. Da musste ich manchmal so innehalten und das bewusst reflektieren und einfach auch mir bewusst machen, dass das jetzt gar nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern mit mir selber und musste mir dann immer so ein bisschen Rückzug verschaffen oder eben, sage ich mal so, ich musste mir das einfach mal bewusst machen, dass ich jetzt eben nicht lospoltere oder wütend werde, dass es jetzt an meinem Fasten liegt, nicht an meiner Umgebung. Aber das habe ich, glaube ich, bei diesem Fasten ganz gut gemeistert. Ich hatte ja schon 2014 4 Wochen gefastet und da hatte ich auch in einem Video berichtet, dass ich zum Beispiel die Türen geknallt habe oder ein Glas so doll auf den Tisch geknallt habe, dass es zerbrochen ist. Also dass die Entgiftungserscheinungen vor 5 Jahren waren vor allem in der 3. Woche viel, viel stärker. Und da hatte ich auch berichtet, dass ich dann nach 3 Wochen 3 Mangos gegessen habe, weil ich die Entgiftung stoppen musste. Weil gerade wenn man dann länger fastet und mehr Fett verliert, im Fett sind ja auch Schadstoffe eingelagert, die sich dann lösen. Oder es geht dann auch beim längeren Fasten eben in die tieferen Schichten und da werden auch bestimmte Stoffe gelöst, die dann eben auch im Blutkreislauf, im Körper zirkulieren. Und deswegen ist es eben auch wichtig, regelmäßig oder täglich Einläufe zu machen, um diese Giftstoffe dann wieder abzutransportieren. Diesmal ist es mir geglückt, diesmal waren die Entgiftungssymptome viel, viel milder und ich konnte das gut aus meinem Inneren heraus mit meinem Bewusstsein einfach bewältigen. Bis 12, 13 Uhr habe ich meistens nichts getrunken, habe ich trocken gefastet und ab Mittag gab es dann den ersten frisch gepressten Saft. Manchmal war es 1 Liter, manchmal waren es nur 400 Milliliter, dann gab es manchmal 2 bis 4 Säfte, je nachdem wie groß die Menge der einzelnen Säfte war. Manchmal habe ich noch gemerkt, gerade so in der 3., 4. Woche, dass meine Hände kalt wurden, sehr kalt wurden. Das ist ja auch so ein Entgiftungssymptom.
Und habe dann aber auch gemerkt, dass sie nach Stunden dann auf einmal wieder richtig warm wurden. Das ist mir vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Wochen aufgefallen. Für mich war es auf alle Fälle ein erfolgreiches Fasten, wieder eine sehr interessante Erfahrung und es durften auch einige Themen angeschaut werden, die hochkamen. Ich habe auch viel intensiver geträumt. Ich habe auch viele verrückte Träume gehabt. Das war auch nochmal sehr interessant. Ich habe da immer morgens versucht, mich daran zu erinnern und ein bisschen reinzufühlen, was das bedeuten könnte. Ich träume beim Fasten auch immer ein bisschen intensiver als im Zustand des Essens. Also es war auf alle Fälle auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene wieder ein sehr, sehr interessanter Prozess für mich und ich merke, ich bin auf einem langen Weg und es ist noch lange nicht zu Ende. Ich werde Fasten auf alle Fälle wieder regelmäßig einbauen. Kurze Fastenphasen. Ich habe ja auch vor ein paar Jahren regelmäßig einmal die Woche gefastet, entweder mit frisch gepressten Säften oder mit Wasser. Und diesmal kommt auch das Trockenfasten dazu. 24 Stunden Trockenfasten ist für mich überhaupt kein Problem. Zum Trockenfasten hatte ich ja schon im Mai 2017 ein Video hochgeladen mit meinen Erfahrungen. Ich hatte im Mai 2017 das erste Mal trocken gefastet. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Es wird dieses Jahr auf alle Fälle noch ein weiteres Video zum Trockenfasten geben. Kommen wir jetzt zum Fastenbrechen. Wie werde ich mein vierwöchiges Saftfasten brechen? Ich hatte mir schon im Januar, bevor ich das Fasten begonnen habe, überlegt, dass ich diesmal gern mit wirklich reifen Früchten, also wasserhaltigen reifen Früchten, das Fasten brechen möchte. Und so kam es mir auch sehr gelegen, dass ich jetzt ein Testpaket von Coco Loven geschickt bekommen habe. Das ist also ein Paket mit Früchten, die ich testen darf. Wir hatten im Januar telefoniert und habe ich gesagt, na, ich faste jetzt erstmal, ich kann jetzt erstmal keine Früchte testen, aber ich würde gerne mit diesen Früchten mein Fasten brechen. Das kommt mir sehr, sehr, sehr gelegen. Und da habe ich jetzt kürzlich reife tropische Früchte geschickt bekommen und die zeige ich euch jetzt erstmal. Hier seht ihr fünf reife Früchtesorten, die mir kürzlich von Coco Loven geschickt wurden. Das sind zwei große Gourmet-Ananas, die kommen entweder aus Costa Rica oder aus Ghana. Hier seht ihr vier reife Mangofrüchte, das ist die Mangosorte Kent, die kommen aus Peru. Dann haben wir hier vier reife Pitaya-Früchte, auch Drachenfrucht genannt, das ist die gelbe Sorte, die kenne ich noch nicht, da bin ich auch gespannt drauf. Die kommen aus Kolumbien. Dann haben wir hier Mangostane-Früchte, die kommen aus Indonesien. Das sind sehr, sehr leckere Früchte, die schmecken so schön frisch zitronig nach meinem Empfinden. Dann haben wir hier noch Salakfrüchte. Ich glaube, die werden auch Schlangenfrucht genannt, weil die Schale der Früchte ein bisschen wie eine Schlangenhaut aussieht. Beide Früchte, Mangostane und Salak, kommen aus Indonesien. Ihr seht hier auch den Kipepeo-Aufkleber. Das bedeutet, Coco Loven unterstützt Kleinbauern in Uganda und Indonesien und hat aus diesem Grund einige Früchte von Kipepeo im Angebot. Die Produkte von Kipepeo aus Uganda und Indonesien sind bio und fair zertifiziert. Das heißt, die Bauern bekommen faire Preise für ihre Ernten. Wie habe ich denn früher mein Fasten gebrochen? Die ersten Jahre habe ich mein Fasten mit Knäckebrot und Gemüsebrühe gebrochen. Als ich dann die Rohkosternährung kennengelernt habe, dann immer mit Gurke oder Melone. Melone gerade im Sommer, wenn es hier eben auch Melone, reife Melone zu kaufen gibt. Für mich hat es sich als sehr bewährt herausgestellt, mit sehr wasserhaltigen Früchten das Fasten zu brechen, weil sie auch nochmal eine reinigende Kraft haben. Gerade wirklich reife Früchte, die sehr wasserhaltig sind, haben eine sehr reinigende Kraft und eignen sich für mich persönlich am besten zum Fastenbrechen. Beim Fasten konzentriert sich der Körper auf die Heilung nach innen, der Darm. Und die Lymphe werden gereinigt. Das Fastenbrechen unterstützt nochmal das Ausleiden. Also die erste Nahrung nach dem Fasten sollte eine reinigende Wirkung haben. Heute werde ich mein Fasten mit einer reifen Ananas brechen. Später gibt es dann noch ein bisschen Pitaya. Und für morgen hebe ich mir dann Mango und Mangostan auf. Und ich werde euch jetzt noch so kurz die Früchte zeigen von innen und werde auch vor der Kamera mein erstes Stück Ananas essen. Und ich werde morgen dann noch am zweiten Tag euch mal die Mango zeigen, wie sie innen aussieht und noch ein kleines Feedback geben zum Geschmack und auch zu der Mangostan. Und voraussichtlich wird dieses Video am 24. Februar veröffentlicht. Hier seht ihr die erste Ananas. Ich bin gerade dabei, sie zu schälen. Also es ist eine schöne gelbe Farbe. Die Ananas riecht auch fantastisch, gerade beim
Fasten sensibilisiert sich ja nochmal der Geruchssinn und ich bekomme jetzt wirklich Appetit und freue mich gleich auf mein erstes Stück Ananas. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch schon ein Video, in dem ich zeige, wie ich eine Ananas schäle. Das habe ich mal vor langer, langer Zeit mir von einem Freund abgeguckt, der sie nach thailändischer Art schält. So sieht die Ananas dann in geschältem Zustand aus und die werde ich jetzt gleich probieren. Jetzt habe ich mir ein paar Stücke zurechtgeschnitten. Fantastische gelbe Ananasstücke. Perfekt zum Fastenbrechen. Sehr enzymreich, sehr saftig, sehr wasserhaltig und aromatisch. Also aromatisch schätze ich mal, weil sie schon so riecht. Ich bin gleich gespannt, wie sie schmeckt. Jetzt habe ich hier den Teller mit den Ananasstücken. Ich habe 4 Wochen nicht mehr gekaut und werde jetzt vor der Kamera meinen ersten Bissen zu mir nehmen. Ein Stück Ananas. Eine Geschmacksexplosion. Also, sie riecht nicht nur aromatisch, sie schmeckt auch sehr aromatisch süß. Ich schmecke wenig Säure. Und die Säure ist ja auch immer dafür verantwortlich, dass das so auf der Zunge im Mundraum brennt, wenn die Ananas einfach nicht reif geerntet wird. Ja, also ich werde jetzt auf alle Fälle die nächsten Stücke Ananas sehr genießen. Da mache ich aber dann die Kamera aus. Es ist wirklich ein fantastisches Fastenbrechen mit einer wasserhaltigen, reifen Frucht. Nicht nur der Geruchssinn wird sensibilisiert, ja auch der Geschmackssinn. Es wird ja alles wieder auf Null gesetzt. Und es ist schon Wahnsinn, was man fühlt, was man riecht, was man schmeckt. Was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ich war 2002, 2003 insgesamt 6 Monate in Afrika, in Ghana und Tansania und habe dort richtig reife Ananas essen und genießen dürfen. Dann habe ich jahrelang überhaupt keine Ananas mehr hier in Deutschland gegessen, also die man hier so im Supermarkt kaufen kann, weil sie mir einfach nicht mehr geschmeckt haben und weil eben dann auch dieses Brennen auf der Zunge und an den Lippen auftritt. Und diese Ananas hier ist wirklich so eine Ananas aus Ghana. Ich habe ja auch schon gesagt, dass diese Ananas von Coco Lovin aus Costa Rica oder Ghana kommen. Also diese kommen schon sehr, sehr, sehr nah an diesen Geschmack dieser Ananas heran, die ich damals gegessen habe, weil sie eben sehr reif, sehr aromatisch und sehr süß sind. Als zweite Frucht für heute, meinem Tag des Fastenbrechens, habe ich mir 2 Pitaya-Früchte herausgesucht, also eine Drachenfrucht, und werde diese jetzt löffeln. Die Pitaya-Früchte werden einfach in der Mitte durchgeschnitten. Ihr seht hier das Fruchtfleisch, ein helles Fruchtfleisch mit schwarzen Kernen, und das kann dann einfach ausgelöffelt werden. Die gelbe Pitaya schmeckt mild, süßlich und ist wasserhaltig, also auch sehr gut für ein Fastenbrechen geeignet. Ich hatte ja im Paket 4 Drachenfrüchte, 2 habe ich gerade gegessen und diese haben mir so gut geschmeckt. Da habe ich mir noch die letzten 2 geschnappt, halbiert und werde diese jetzt auch mit Genuss essen. Das war für mich heute das erste Mal, dass ich gelbe Drachenfrüchte gegessen habe. Und ich muss sagen, sie schmecken mir besser als die pinkfarbenen Drachenfrüchte. Ein sehr liebliches Aroma, süßlich, schön wässrig, nicht zu aufdringlich. Heute ist mein 2. Fastenbrechentag. Ich freue mich heute auf reife Mango und Mangostane. Es ist jetzt um die Mittagszeit gegen 12 Uhr. Um diese Zeit verspüre ich nie das Bedürfnis, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Bevor ich am Nachmittag esse, nehme ich heute 2 Säfte zu mir und ich zeige euch kurz, welche Zutaten ich dafür verwende. Heute gibt es für mich 2 frisch gepresste Säfte. Ich beginne mit einem Monosaft Stangensellerie, dafür entsafte ich einfach nur 1 Bund Stangensellerie. Der 2. Saft wird aus diesen Zutaten bestehen: rote Beete, Zitrone, Ingwer, Gurke, einen großen Bund Petersilie und ein paar Mangoldblätter. Es ist kurz nach 16 Uhr, die perfekte Zeit für meine eine feste Mahlzeit am Tag, die ich jetzt beginne. Ihr seht hier 2 reife Mangofrüchte der Sorte Kennen. Sie haben eine schöne rot-gelbe Farbe. Sie riechen auch aromatisch, sind auch von außen, wenn ich darauf drücke, schon weich. Also
Das sind die Zeichen dafür, dass die Mango essreif ist. Ich esse die Mango folgendermaßen. Ich nehme eine Mango und schneide am Kern entlang zwei größere Hälften ab und die löffel ich dann einfach aus. Ein wundervolles orangegelbenes Fruchtfleisch. Es riecht wirklich sehr, sehr aromatisch und ich bin sehr gespannt auf das erste Stück Mango. Diese Mango schmeckt fantastisch. Sie ist faserarm, ich würde sogar sagen faserfrei, sehr saftig, aromatisch und süß. Als nächstes habe ich mir Mangostane herausgesucht, 4 Stück, und die werde ich jetzt auch genießen. Ich schneide mit einem scharfen Messer die äußere Schale ab, die ist ein bisschen fest, lässt sich aber gut mit einem Messer aufschneiden, dann breche ich das so auf und dann seht ihr die innere Frucht, eine saftige, weißliche Frucht, die ist in mehreren Teilen aufgeteilt, da steckt auch immer ein kleiner Kern drin. Hier kann man das auch noch mal gut erkennen, wie diese Frucht im Inneren aufgebaut ist. Ich muss mich noch mal korrigieren, nicht in jedem Segment dieser Frucht steckt ein Kern drin, sondern es gibt einen Kern pro Frucht. Die Mangostane schmeckt sehr erfrischend, leicht zitronig, aber nicht säuerlich und angenehm süß. Ihr seht auch noch mal diesen inneren Kern, also sowas Ähnliches wie ein Kern. Ich möchte noch erwähnen, alle Früchte von Coco Lorbin sind Flugware. Die werden aber nicht extra eingeflogen, sondern kommen mit Passagierflugzeugen, die sowieso fliegen würden. Der Vorteil von Flugware ist, dass sie viel später geerntet werden können. Und so können die Früchte noch am Baum weiterreifen, noch mehr Sonne bekommen und ihr ganzes Nährstoffspektrum ausbilden. Für mich sind tropische Früchte nichts für den Alltag, sondern Luxus, den ich mir ab und zu gönne. Sei es zu Weihnachten, zu Geburtstagen, zu besonderen Anlässen oder jetzt eben mal auch hier zum Fastenbrechen. Und da achte ich eben auch darauf, dass die Früchte eine gute Qualität haben, dass sie wirklich reif und aromatisch sind. Die meisten Früchte, die wir im Supermarkt oder Bioladen kaufen können, sind zu früh geerntet. Sie waren nicht lange genug in der Sonne, konnten nicht ihr ganzes Nährstoffspektrum ausbilden, konnten nicht lange genug reifen und das kann dazu führen, dass sie dann eher säurebildend wirken, also gar nicht so gut für unseren Körper, für unsere Gesundheit sind und auch noch die Zähne schädigen können. Man unterscheidet Früchte zwischen klimakterischen und nicht klimakterischen Früchten. Klimakterische Früchte, das sind Früchte, die nachreifen können, wie zum Beispiel Banane, Mango oder auch die Fettfrucht Avocado oder auch unsere heimischen Äpfel. Und dann gibt es die nicht klimakterischen Früchte, die nicht nachreifen. Dazu gehören zum Beispiel die Ananas und alle Zitrusfrüchte und unsere heimischen Beerenfrüchte. Aber auch die klimakterischen Früchte, die früher geerntet werden können, weil sie nachreifen, werden oft zu früh geerntet und können nicht ihr ganzes Nährstoffspektrum ausbilden. Und bei den nicht klimakterischen Früchten, das merkt man gerade bei Ananas aus dem Supermarkt, die sind einfach noch so säurebildend, da brennt es auch ganz schnell auf der Zunge und sie sind nicht wirklich aromatisch. Natürlich hat Flugware auch ihren Preis. Die Ananas, die ich heute essen werde, die ich euch gezeigt habe, hat auch ihren Preis, aber sie kostet auch nicht mehr als zum Beispiel aktuell eine Ananas bei uns im Bioladen. Und wenn man es einmal vergleicht, so eine Ananas-Flugware mit einer Ananas aus dem Supermarkt, dann sollte man Folgendes nicht vergessen. Wusstet ihr, dass eine Ananas 2 Jahre wächst, bis sie verzehrfertig im Laden liegt? Jetzt lasst euch mal auf der Zunge zergehen, was die Frucht im Supermarkt so kostet. Und dann fragt euch bitte einmal ganz ehrlich, wie das sein kann. Nehmen wir an, die Ananas kostet bei einer bekannten Supermarktkette, die von sich selbst behauptet, sie liebe Lebensmittel, 1,99 Euro. An diesen 1,99 Euro verdient der Händler etwas und auch der Zwischenhändler. Auch eine Spedition verdient etwas an der Frucht, denn sie muss ja irgendwie hierher kommen. Am Ende der Kette ist da aber auch noch jemand, der diese Ananas angebaut hat. 2 ganze Jahre lang, 24 Monate, in denen mindestens sehr viel Wasser und wer weiß, was sonst noch alles in den Boden fließt. 2 Jahre, in denen sich der Erzeuger um die Pflanze kümmert, Arbeit mit ihnen hat und an deren Ende er sie erntet. Das macht er höchstwahrscheinlich nicht allein. Eine Ananas für 1,99 Euro? Wie soll das gehen? Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Diesen Text habe ich im Internet, ich glaube bei Facebook, gefunden und da spiegelt das genauso wider. Also Ananas ist für mich keine Frucht für jeden Tag. Ich achte dann eben auf
Qualität möchte wirklich eine gute Qualität haben, eine reife Frucht und eben auch fördern, dass die Menschen, die die Ananas anbauen, eben auch einen fairen Preis bekommen. Ich verlinke euch natürlich auch die Webseite von Coco Lorwin unter diesem Video oder im ersten angepinnten Kommentar. Schaut doch mal rein, da gibt es tolle Früchte, Trockenfrüchte und Nüsse. Bis zum 4.3. kann noch bestellt werden, dann geht die Lieferung für März an die Kunden. Das waren ein paar Einblicke in mein vierwöchiges Saftfasten und mein Fastenbrechen. Wie brecht ihr am liebsten euer Fasten? Was sind so eure Erfahrungen? Ich freue mich über unseren Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.